Zweiter, die macht selber so Sorgen. Aber jetzt Andi. Die wird zittern jetzt unten mehr wie der Wolfgang Sam. Du hast das Glücksschwein. Ich brauch den Glücksschwein wieder. Du hast das getauft? Ja, die Resi. Und schau dir diese Stimmung an. Und alle drücken jetzt dem Wolfgang Leutzl die Daumen. Ja, wird das der erste Tourneesieg seit 9 Jahren für Österreich? Ja, und mit Tagessieg. Ich sag dir, ich schau dir das an und wir den Schanzenrekord dran. Der ist wieder am Schanzenrekord dran. Ein Wahnsinn. Wolfgang Leutzl nicht zu stoppen. 141,5 Meter. Die Vierschanzentournee geht wieder nach Österreich. Ja, aber wie souverän. Souveräner Tagessieg. Diesmal 4x 20-0 und einmal 19-5. 9x 20-0 an einem Tag. Und wer war denn 19-5er jetzt? Ah, schade, der hätte sich auch schon. Der Krammel, Watzlaw. Schade, hätte er ihm nur mal geben können. Schau, und die ganze Mannschaft jubelt mit ihm mit. Also die, bah, das ist wieder ein großer Tag für den österreichischen Skisprungsport. Ein absolut historischer Tag. Ja. Und jetzt lasst es aus. Genießen wir mit ihm dieses Bad in der Menge. Wieder souverän, echt traumhaft. So dosiert. Und da merkt er schon in der Luft, er hat das gleich gewusst, ah, das geht sich wieder aus, das geht runter. Und die brauchen nur mehr stehen. Und das hat man einfach, das Gefühl dann in der Luft schon. Traumhaft, dann die Mutter. Ich kann es auch glauben. Bubi Bradl war der Erste 1953. Wolfgang Leutzl ist der Zehnte 2009. Vier Schanzen tut nicht sicher. Schauen da der Simon, gratuliert ihm und tragt ihm auf die Schultern. Der schöne Gäste. Er war einfach der Beste. Dreimal Erster und einmal Zweiter. Und das waren seine ersten drei Weltcupsiege in der 12-jährigen Weltcup-Karriere von Wolfgang.